Hallo meine lieben Freunde und damit willkommen zurück mal wieder zur Runde Forza. Ja, wir sind im Frühling angekommen. Jetzt gibt es den Porsche 356 SL zu gewinnen. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Den Karten, den haben wir schon. Ja, ich sage, gehen wir direkt zu Unicorn. Die Prüfung Spritztor. Den finden. Gehen wir direkt da rein. Zwei Minuten. Nee, ich brauche noch zu zweit. Dein Ziel erreicht. Mal sehen, was wir für Autos haben. Ich gar nicht geschaut, was wir zur Verfügung haben jetzt. So, was haben wir denn Schönes? Nissan Skyline GTS. Fair Lady Z. Puh. Ja, der Skyline hat wahrscheinlich zu wenig Grip, ne? Oder vielleicht doch nicht. Ich habe keine Ahnung. Komm, wir nehmen die Fair Lady. Wird schon schief gehen. Es sind ja ein paar mehr. Wenn sie alle so fahren wie letztes Mal, dann ist das ja ganz okay. Sind wir vielleicht nicht so schnell unterwegs, aber wir haben den. Okay.
Okay. Einer fährt auch mit dem Nissan. Aber nicht mit der Fair Lady, mit dem Ding. Da, links neben mir. Zwei Reisfresse. Mit dem GTA, da ist noch ein GTA. Okay. Supra, ja, und die BMW, ja. War ja gesehen. Okay. Ja, da versucht hat, kommst du nicht vorbei. Ja, entweder ich Vollgas geben, werden wir vielleicht noch mal weiter vorne. Aber ich habe ein paar Mal gebremst und ich mag das nicht so, wenn man jemand anders so reinfährt und ja, gut. Aber okay. Reise zum Zielort. Ah, erstmal noch ein Schluck Käffchen.
Diesmal gibt es einen Parkhof mehr. Wir haben aber auch schnelle Strecken dabei zwischendrin. In den Kurven kann man halt punkten. Das ist so. Wo Fair Lady sich natürlich wohlfühlt. Zumindest mit meinem Setup. Weit rausgetragen. Wenn wir einmal untersteuern ist, dann ist er nicht so gut. Recht irgendwie, ja, vorne halt hat er schon recht gut Kühl, aber nur bei schnellen Kurven. Ja. Uns fehlt halt ein bisschen die Leistung. Ja, die Strecke war nicht so geil jetzt für den Wagen. Aber die vorhergehende schon besser. Ja gut, der Eclipse ist da nicht so, ne? Man weiß auch nicht, was hat er denn für ein Setup so drin. Weiß man ja alles nicht. Aber den haben wir ja schon. Das Wägelchen. Ja, nice. Ja, würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Wir machen dann direkt weiter. Bis dahin, gute Zeit. Ciao, ciao.